So, ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randless Monday. Ich bin wieder zurück. Wir haben jetzt gleich, wir haben jetzt 3.49 Uhr und ich habe hier 29,2 Grad hin. Gelobt sei die Sonne, dass es so kühl hier drin ist. Trotzdem war mein Ventilator am Laufen und wir reden jetzt mal mit dem Jungen. Hallo, Großer. Da hast du aber einen super Luftballon. Das ist meiner. Den kriegst du nicht. Du bist doof. Hat dir die komische Stimme von dem Mann gefallen? Ja, der stinkige Ballonmann ist lustig. Das ist lustig, wenn der lustige Sachen macht. Naja, na gut. Soll er denn nochmal seine komische Stimme machen? Ja, oh ja, voll Depp. Na gut, aber ich brauch deine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe. Fang bitte nicht wieder damit an. Sag ihm einfach, er soll's nochmal machen. Na gut, Depp. Entschuldigung? Sagst du bitte... Ja, Blödmann. Ja, ist schon... Entschuldigung? Sagst du bitte... Ja, Blöd... Entschuldigung? Okay. Okay, dann mach ich... Geh mal zur U-Bahn. Ich wäre dafür, dass wir zu Charlies Comics gehen. Ich habe keine Ahnung, wo Matt ist. Und ich meine... Ich mache jetzt mal nochmal mit Dings mit, Jay zu reden. Übrigens, Jay und Silent Bob haben ja ihren eigenen Film, den ich nie gesehen habe. Den muss ich mir mal an. Vielleicht verstehe ich dann mehr. Ich passe. Die Typen wollen Party machen. Okay. Mein liebes Radio weilt wieder unter den Lebenden. Yeah, das ist der richtige Sound. Dreh den Scheiß auf! Das klingt vielleicht eklig, aber eine Zigarette ist eine Zigarette. Ich weiß, was du denkst. Du glaubst, wir schulden dir jetzt einen Gefallen. Aber wir sind hier nicht irgendwelche schwanzamputierten Pussys, Mann. Wir schulden dir gar nichts. Ich hatte gehofft, ich könnte wenigstens eine von den Captain Red Masken abstauben. Wenn du eine haben willst, musst du dafür betteln. Auf. Was? Hey, schau mal, unser neuer Freund hier ist eine richtige Pussy. Ich weiß nicht mal, wovon du redest und ich werde doch meine Würde nicht für eine scheiß Maske riskieren. Tja dann, wenn du es dir anders überlegst, weißt du. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du unbedingt brauchst, was wir haben. Bis später. Ja. Wie du meinst, Kumpel, bis dann. New Games, Alter. Speichern. Denn jetzt. Das geht, Alter. Zeig, was du drauf hast. Fuck, Alter. Check das. Steh nicht rum und glotz wie so eine verfickte Crackhure. Mach's Maul auf und friss mein Horn. Ich bin Gummi, du bist Kleber? Mach deinen Move, Homeboy, oder geh auf die Knie, egal wie. Friss mein Horn oder du gewinnst nie. Ich glaube, du hast echt tief sitzende Probleme, Alter. Echt tief sitzende Probleme. Ich bin wie Gewürze, wie Pfeffer und Salz. Ich ramm dir jetzt gleich meinen Schwanz in den Hals. Gleich da drüben gibt's einen guten Psychiater. Mit dem solltest du mal reden. Hör zu, mein Homie, dein letzter Test. Geh auf die Knie, ich besorg dir den Rest. Deine Mutter geht auf die Knie. Wow, 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 wow! Das ist echt unter der Gürtellinie, Alter. Was? Mütter sind No-Go-Area, Mann. Du kannst nicht einfach die Mütter anderer Söhne beleidigen. Ist nicht cool, Mann.
Mann, ich dachte doch nur... Ist mir egal, was du dachtest. Was ist nur los mit dir? Leute sind schon für weniger umgelegt worden, weißt du? Hör mal, mir sind keine fetten Reime eingefallen, also dachte ich halt an deine Mutter. Ey, lass das! Jetzt wiederholst du es auch noch. Meine Mutter war eine scheiß Heilige, klar? Okay, klar. Ich glaub's echt nicht. Ich versuch dir das zu verklickern und du tust so, als wäre gar nichts gewesen. Mütter sind unantastbar. Scheiße! Das geht echt nicht, Alter. Aber ich wollte doch nur mitspielen. Hier, nimm deine scheiß Maske und verpiss dich. Und ich will deinen verdammten Arsch hier nicht mehr sehen, du Schwanzlutscher. Okay. Ist wohl das Beste. Ich nehme den nicht ihr einziges... Oh Mann, mein geliebtes Radio. Wow. Der Captain Red... Okay. Guten Morgen, junge Dame, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Und Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag, maskierter Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Wie kann ich behilflich sein? Haben Sie einen Mann mit grünem Hemd und Brille hier irgendwo gesehen? Leider kann ich diese Informationen nicht preisgeben. Klar. Ich möchte Dr. Johnson sehen. Es ist... Tut mir leid, aber Dr. Johnson hat heute keine Sprechstunde mehr. Tja, es ist wirklich ein Notfall, wissen Sie? Das verstehe ich sehr gut, Sir. Aber wir hatten etwas Probleme mit einem sehr gefährlichen Individuum mit Stachelhaaren. Und ich darf keine Fremden reinlassen. Besonders, wenn sie keinen Termin haben. Tja, dann ist wohl heute mein Glückstag, denn der gute Herr Doktor kennt mich sehr gut. Entschuldigen Sie, aber ich vertraue nicht gern Leuten, die sich maskieren. Dann verpassen Sie aber so einiges. Zum Beispiel von einem Superhelden, der von der Decke hängt, geküsst zu werden, oder? Oder auf bestialische Weise von einem Mann mit Motorsäge zerstückelt zu werden? Zugegeben. Aber nicht alle maskierten Männer sind gleich. Auch wahr. Also was für einer sind Sie denn? Einer, der seine Identität nicht preisgeben will. Haben Sie etwa ein dunkles Geheimnis? Niemals. Ehrlich wird am längsten. Aber es gibt eine Menge Leute, die ihre wahre Identität nicht preisgeben wollen. Superman zum Beispiel. Aber Superman trägt keine Maske. Die Brille ist seine Maske. Wow. So habe ich das noch nie betrachtet. Was ist denn jetzt mit meinem Notfalltermin beim Doc? Wie ich schon sagte, keine Termine mehr frei. Aber wenn Sie wollen, mache ich Ihnen für morgen früh einen. Oh, geht das schon wieder los? Morgen ist es zu spät. Also am Mittwoch. Vergessen Sie es, Miss. Übrigens, der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Ach, tja, armer Alan. Ein anderer Patient hat bei ihm wohl einen Nervenzusammenbruch ausgelöst. Oh nein. Ja, schlimm. Der ist schon seit letzter Woche so. Dr. Johnson sagt, man soll ihn in Ruhe lassen. Dann wird er schon wieder. Er ist schon das ganze Wochenende so? Was ist denn passiert? Ich glaube, das war letzten Donnerstag. Dieser stachelhaarige Mann kam hier mit einem Affen rein und sie fingen an zu streiten. Der Affe regte sich fürchterlich auf und fing an, mit Kot zu werfen. Alan hat das alles hautnah miterlebt. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Ganz normale Reaktion. Von Alan? Nee, vom Affen. Sie wissen nicht zufällig, wer dieser Freak mit seinem Haustier war? Dr. Johnson hat alles der Polizei übergeben. Ich glaube, dieser unfreundliche Sergeant Kramer kümmert sich darum. Deswegen hängen die Plakate mit dem Bild des Täters im Eingang. Oh, super. Das Dekor hier drin ist ein bisschen kitschig, finden Sie nicht? Tja, Dr. Johnson hat eine Schwäche für Sachen, die ihn an seine Kindheit erinnern. Tja, habe ich mir gleich gedacht. Na dann, Sie haben sicher eine Menge zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jederzeit wieder, Sir. Einen schönen Tag noch. Entschuldigung. Dr. Johnson ist in Lebensgefahr. Ich muss ihn warnen. Ach, bitte. Entschuldigung. Wollte nur Dr. Johnson Hallo sagen. Tja, das können Sie jetzt nicht. Der Doktor hat gerade einen Patienten. Entschuldigung, wo... Dr. Johnson hat heute Geburtstag. Ich wollte ihn überraschen. Geburtstag? Kann gar nicht sein. Ach, nicht? Wann ist er denn dann? Das hat er mir nie gesagt. Eben. Der ist heute, glauben Sie mir. Okay, ich glaube Ihnen. Aber ich kann Sie trotzdem nicht reinlassen. Mist.
Also, wegen Dr. Johnsons Geburtstag. Ja? Ich will eine Party für ihn schmeißen. Eine Party? Wo denn? Tja, was könnte denn besser sein als direkt hier? Hier? Ich weiß ja nicht. Oh, kommen Sie schon, vertrauen Sie mir. Der ahnt nicht das Geringste. Das stimmt. Also, sind Sie dabei? Okay. Aber Sie müssen noch Girlanden aufhängen, finden Sie nicht? So sieht's noch nicht sehr nach Geburtstagsparty aus. Lassen Sie mich nur mal machen. Deshalb haben Sie eine Maske auf, stimmt's? Wegen der Party. Ja, aha, wegen der Party. Das dachte ich mir. Ich sollte mal in die Gänge kommen. Ich brauche Geburtstagskuchen und Girlanden, damit das hier nach Party aussieht. Klingt zwar schwierig, aber... Echt jetzt? Hey, gute Idee. Braucht man auf jeder guten Party. Hab ich... Nee, die habe ich jetzt ihr nicht gegeben. Wie zur Hölle bitte... Girlanden. Der sieht echt. Ich würde ins Claytons gehen. Ich gehe immer in die Seitenstraße. Ich würde gerne wissen, was eigentlich mit dem Penner ist. Vielleicht später. Eine Abreibung am Tag reicht. Boah, ich kann das immer noch nicht fassen. Vor allem, wie sie Randall mit den Augen folgt. Oh Mann. Ich glaube kaum, dass jemand... Das Bad. Eine stinknormale Menthol. Ach, eine Menthol. Wer raucht denn schon Menthol? Also ich bin nur hierher gekommen, um Elaine wiederzusehen. So, da habe ich gerade aus Versehen aus dem Bild rausgeklickt. Geh ich nochmal zurück. Oh, aber da sind ja auch die Girlanden. Ich komm. Ich sage nur, der Teleskop entbügelt. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade hin und her gelaufen bin. Ich nehme nur eine. Das wird Elaine nicht stören. Vielleicht später. Ich frage mich, er will nicht wissen, wie sie dann aussieht am nächsten Tag. Das ist... Gehen wir mal zur Metz-Wohnung. Luftballon holen wir einfach mal von links ab. Ballonverkäufer. Ich habe auch schon eine Ahnung, wie. Entschuldigung? Sagst du bitte... Ja, Blödmann! Entschuldige, dass ich nochmal störe. Ich glaube, der Junge will dir was sagen. Echt? Na, Großer, kann ich dir helfen? Komische Stimme.
komische Stimme? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der das nochmal hören will. Gefällt dir meine Quietschestimme, Junge? Komische Stimme. Oh ja, komische Stimme. Der Kleine hat sie nicht alle, oder? Schau ihn dir halt an. Wird schon sagen, der hat sie nicht alle. Nun ja, mein Kleiner. Für so einen Wonneproppen mache ich alles. Mann, da bin ich wohl zu weit gegangen. Hast du den gekillt? Ich glaube nicht. Aber vielleicht hat er einen Hirnschaden. Jetzt ist er genau wie du. Was? Noch nichts. Cool. Lass deine dreckigen Griffel von meinen Ballons. Au, ist ja gut. Kannst sie alle behalten, du rotznasige Ausgeburt der Hölle. Ganz genau, alles meine. Okay. Auf ins Clayton. Ich habe da eine Idee. Etwas, was man mit Dingen tun kann, für die es eigentlich nicht gedacht sind, aber trotzdem. Auf zu den Toiletten und holen wir uns die ekligen... Ach, die sind zum Glück nicht über eine Heizung. Denn ich sag euch eins, kauft niemals Kondome aus solchen Bars oder sowas, die vor allem über der Heizung sind. Ich habe gelesen, das soll nicht gut für das Material sein, wenn die da beispielsweise über die Heizung sind, also das nicht allzu weit, oder auch wenn es etwas weiter über der Heizung drüber ist. An sich, wenn die warm ist, dann, ich weiß nicht, diese Wärme oder was auch immer, irgendwas strahlt diese Heizung aus und das kann das Material von den Kondomen an sich irgendwie nicht so... Es tut denen nicht gut. Und es macht die mehr so lasch und brüchig. Ich würde auf sowas nicht... Kauft euch auch lieber aus der Drogerie. Das ist erstmal teilweise etwas billiger. Und... Ja, oder schraubt den Kondomautomat auf. And we have a winner. Cool. Da muss man Münzen. Ja. Kauft einfach in der Drogerie, so wie ich. Und dann habt ihr keine Probleme. Fragen wir mal Elaine, ob sie. Das könnte zu Missver. Ach was. Flexen geht immer. Egal wo man ist. Das könnte ich auch zu einer bestimmten Person sagen, wobei. Ich glaube, sie würde mir dann eine klatschen. Aber das wäre mir wert. Wobei müsste ich wirklich mit so... Wobei, dann nehme ich so Kondom. Gehe dann hin und dann so, ja, flexen geht immer und dann... Oh Mann. Ich glaube, dann würde sie mich noch mehr hassen. Wenn sie das überhaupt tut. Ich habe keine Ahnung, aber trotzdem. Lassen wir Kondome auf. Wobei, sowas tun Kinder also, an sich, das weiß ich noch, früher, da, ich kannte so Leute oder kenne an sich noch Leute, die haben früher immer sich extra solche Kondome gekauft, um sie dann aufzublasen und dann keine Ahnung was damit zu machen. Na gut, ein paar haben da auch irgendwas reingefüllt und die dann aufgeblasen und dann die auf andere geworfen, aber die gehen nicht so schnell kaputt wie Ballons, weil die sind einfach besser. Ich verstehe gar nicht, was die Kirche gegen die vielfältige Anwendung von Latex hat. Ich weiß auch nicht, aber es gibt Menschen und es gibt Frauen. Das war einer dieser Momente von heute. Die sind, mir... Das ist heute auch wieder vorgekommen. Da habe ich mit dem Zinnott geredet und dann kam so...